Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sins of the Solar Empire 2. Ja, wir sind gerade dabei, uns Eri Jepa zurückzuholen und wir müssen noch in Anteros eine richtige Defense mal aufbauen. So, ich denke, das schaffen wir hier ohne Probleme. Die Schiffe sind da, die warten einfach nur. Es sind sogar ein paar Phasenraketen hier. Ich sollte das Spiel weiterlaufen lassen. Okay, jetzt sind sie weg. Gut. Dann möchte ich jetzt hier ein paar Sachen bauen. Machen wir die hier mal weg. Und zwar habe ich eine interessante Art gesehen, wie man sowas aufbauen kann. Naja, die KI hat es gemacht. Ah, Regenerationspunkte, raus damit. Wir brauchen nur eine einzige. Da, Impulswaffenabwehr. Die hat alles so dermaßen auf... So dermaßen auf einen einzigen Slot gehauen. So, dann hauen wir Daumen hoch. Dass man gar keine Chance hatte. Holt es euch, wo man überhaupt nicht durchgekommen ist. Das ist eine sehr interessante Art, wie man das Ganze machen kann. Hier aktivieren wir mal das hier wieder. So. Das bringt mich auf jeden Fall dazu, dass ich so schnell wie möglich eine Sternbasis haben möchte. Ich muss mich kurz einmal hier ein bisschen reinfinden. Planet Development finished. So. Was brauchen wir für die Sternbasis? Da. Die Starbase brauchen wir Kriegsführung 3. Machen wir mal. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann hätte ich gerne... Ich pausiere mal ganz kurz. Ja, ist es pausiert. Sehr schön. Ich suche nämlich... Ich zeige einmal kurz den Schiffstyp, den ich gerne hätte. Wo haben wir das? Ich hätte gerne einen Kreuzer mit schön weitreichenden Waffen. Aufseher, nein. Das ist vermutlich der für ja, planetare Angriffe. So, Durchdringer. Extrem widerstandsfähiges Kriegsschiff ausgerüstet mit einer panzerbrechenden Kurzstreckenstreitwaffe. Auch sehr schön. Fabrikationskreuzer brauchen wir nicht. So, ja, das ist Kolonialisieren. Okay, wir haben tatsächlich... Phasenrakete. Phasenrakete ist tatsächlich das einzige, was wir hier haben. Schade. Ich sehe leider nicht die Distanz. Das müsste man aber testen. Phasenrevolver, Phasenrakete. Der hier hat eine Phasenrakete. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Oder wir nehmen halt den Durchdringer mit den Streitwaffen. Einfach um Verteidigungsplattformen zu zerstören. Da brauchen wir auf jeden Fall was. Schauen wir mal, ob wir Kristall noch überall erhöhen können. Handel. Kriegen wir irgendwo Kristall? Nein. So, dann gehen wir einmal auf unsere Planeten. Bergbau haben wir nur hier nicht voll ausgebaut. Was aber nur unser Metalleinkommen erhöht. Das ist natürlich nicht gut. Hier bauen wir Kristall hoffentlich ab. Noch nicht. Noch um weitere zivile Orbitplätze. Dafür müssen wir Forschung betreiben. Okay. Das heißt, als nächstes brauchen wir auch noch die Arktis. Modernisierung müssen wir weiterentwickeln. Haben wir gleich. Sehr schön. Und vulkanisch. Da brauchen wir mehr Kristall für. Okay. Gehen wir kurz hier rein. Research finished. My strength is yours. The planet is ours for the taking. Planet development finished.
finished. So. Dann lasst mir mal die Schiffe hier. Und bauen es hier dann nochmal richtig schön aus. Also mit ein paar Defensivplattformen hier überall. Aus Abwehrplattform eine einzige. Da würde ich gerne mal scouten. Aber erstmal sollten wir hier unser Gebiet sichern und vor allem Kristall einnehmen. Don't waste my time. Hier. Und hier werden wir alles schön auf dem Haufen bauen, um ihm das so schnell, so schwer wie möglich den Gegner zu machen, um überhaupt weiterzukommen. So, jetzt brauchen wir noch Hitzeschockproteine für vulkanische Planeten. Und bald können wir hier weiter ausbauen. 72 Kristall. So, Metallvorrat brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir noch einmal Logistik. Und dann holen wir uns weitere Kristallextraktoren. So, wie teuer sind die? Ah, wir können uns einen leisten schon mal. 120 Kristallen können wir uns den nächsten leisten. Das ist hier gerade wichtig. So. Ei, bleibt aber hier, bis wir das Ganze gekriegt haben. Die Wrackbeute wollen wir. Ja, wir müssen Kristall erhöhen und einmal unsere Grenzen sichern. Das ist natürlich nicht das Spannendste, einfach die Verteidigung machen. Hier, Gateway brauchen wir auch noch. Auf jeden Fall noch eine dritte Flotte. Hier würde ich sehr gerne noch weiter die Defense steigern. Sind wir... Nein, noch nicht zu wenig Kristall. Wir brauchen über 700. Also bauen wir noch weiter die Asteroiden aus. Okay, das reicht noch nicht. 120 Kristall brauchen wir. Haben wir bald. Und dann bauen wir hier noch den letzten. So. Haben wir irgendwo eine... Hier haben wir eine Schiffswerft, oder? Ja. So. Müssen wir mal schauen, dass wir so ein bisschen überall noch ein paar Sachen hier erhöhen. Mehr Defensivorbitplätze, das ist sehr schön. Defensivrelays. Wollte ich hier Planetenstufe 5 haben. Ja. Also wir haben 3. Noch 2 Stufen können wir hier los hochgehen bei der Logistik. Finished. Ah, machen wir noch nicht. Oder würden wir Metall kriegen? Kostet aber auch wieder Kristall. Ich würde gerne die Raumbasis jetzt erforschen. So, Gold. Wir haben Credits bekommen. Und Metall und Tauranit. Sehr schön. Anzugszerstören erforschen wir noch einmal. Und Energieanstieg. Schilde wiederhergestellt. Waffen nachladen. Alles sehr schön. Und dann bleiben wir erstmal hier, so dass wir schön die Welten sichern können. Und versuchen dann mit 705 das Ganze zu erforschen. Und danach kümmern wir uns weiter um den Planeten. Wir brauchen die Sternbasen. Das ist gerade dringend notwendig. Also vorher können wir auch gar nicht weitergehen. Das ist gerade auch so ein großes Problem. Planet Development finished. Auf Level 10. Also hier sind wir schön weit gekommen. Ich mache mal die Forschung weiter. Und da können wir die immer weiter verbessern. So. Wir müssen noch weitere exotische Fabriken bauen. Und nach noch einige Welten sichern. Aber jetzt brauchen wir... wo wollte ich überhaupt als nächstes weitergehen? Hier wollte ich, glaube ich, die beiden Logistikstufen machen. Und einen Kristallextraktor bauen.
Sehr schön. Und dann kommt als nächstes, wenn wir Kristall haben, 705. Okay, jetzt machen wir später unsere Waffenplätze erhöhen. So. Dunkle Flottenbasis. Könnte auf jeden Fall was bringen. Geben wir mal ein bisschen was rein. Gut. Dann brauchen wir ein paar Schiffe. Enemy forces have arrived. Ja, es ist nicht viel. Dann bauen wir hier nochmal. Drei. Let's pick a fight. So. Und hier richten wir auch nochmal ein paar. Schön auf dem Haufen. So ein paar schicken wir, zerstören wir hier im Kampf. Das sollte gehen. Das ist auf jeden Fall nicht genug, um hier durchzukommen, sobald jedenfalls die Sachen aufgebaut sind. Ich hoffe, wir werden rechtzeitig aufgebaut. Aber sonst, wir schicken die Flotte mit rüber, da kriegen wir Erfahrung. So. Wir brauchen Schiffe. Okay. Unterstützungskreuzer. Ja, brauchen wir nicht. Scharmützler. Wir machen einfach noch ein paar Standardschiffe. Das ist noch ein Scharmützler. Ah, jetzt fliegt er darüber. Nein, bleibt hier. Hier. So, hier können wir auch noch ein bisschen Defense bauen, sobald wir soweit sind. Flotte 2 kommt auch hinterher. Angriff. So. Die gehen hier alle rüber? Nein. Das sind vor allem kleine Schiffe, die den großen holen wir uns da gleich. Wir müssen halt hier so viel wie möglich zerstören. So. Das ist blöd gelaufen. Dann erhöhen wir hier nochmal. Okay. Flotte 1 rüber. Flotte 2 kommt hier hin. Wir schicken euch auch rüber. So, und hier bauen wir weitere Schiffe. So, da greifen wir jetzt mal schön an. Auch wenn wir die Welt jetzt wieder verlieren. Aber unsere Verteidigungsplattform machen ja ordentlich Schaden rein. Angriff auf Großkampfschiff. Greifst hier mal wieder an. Halt. Angriff. So, alles so ein bisschen mal im Blick behalten. Gleich wird der uns hier abschnüren. Okay, wir brauchen Flotte 2 gerade gar nicht. Die bleibt hier. Okay, was ist hier los? Das sind nicht viele Schiffe, die lassen wir mal. Ja, wir brauchen Sternbasen. Wir werden hier mal die erste hinsetzen. Sobald wir genug Kristall haben. Und ich würde sagen, wir bauen
Hier Planet Development finished. Können wir nichts bauen? Hier. Ich hätte gerne eine exotische Raffinerie. Okay, aber ganz kurz Pause. So, können wir irgendwo zivile Forschungsplätze, zivile Slots erhöhen? Zivile Orbitplätze plus 2. Sehr schön. Das nehmen wir einmal rein. Und dann bauen wir eine exotische Raffinerie nochmal hier hin. Okay. So, dann müssen wir jetzt nächstes einmal schauen. Können wir das Schiff schon bauen, was für die Planetenbombardierung gedacht ist? Strahl. Okay, den hätte ich gerne, den Vulkan-Durchdringer. Und der ist für planetare Angriffe. Den können wir bauen, den Zerstörer. Dann suchen wir mal nach den Durchdringer. The planet is ours for the taking. Planet development finished. Okay, wir haben den Planeten. Und müssen wieder alles von Neuem aufbauen. Weil er sofort alles abgerissen hat. Wir brauchen dringend eine Sternbasis. So, wo sind die Schiffstypen? Effiziente Hangars. Prototyp. Da sind die Prototypen. Angriffsprototyp, den Kanarak-Angreifer. Migrationskreuzer. Transporter, den hier brauchen wir, den Angriffsprototyp. Okay. Dann möchte ich jetzt nochmal Aufklärer. 3 Stück bauen. What does the Empire command? Rush me. So. Mal hier hin. So wie ich das sehe, haben wir ihn hier eingeschlossen. Nur, dass er hier eine Basis hat, die er noch nutzen kann. Ja, wir brauchen mehr. Also, ich würde gerne noch weitere Waffen hier bauen. Weil es erstmal teuer ist. Okay, viel mehr können wir da eh nicht machen. Und dann halt nur noch die Sternbasis. Und darauf werden wir dann jetzt warten. Und hier können wir Metall noch abbauen. Brauchen wir gerade noch nicht. Da warten wir nochmal mit den unseren Defensivslots. Stattdessen könnten wir auch noch forschen. Aber wir brauchen halt Kristall. Wir brauchen 1145 Kristall. Und darauf warten wir jetzt. Jetzt sind wir gerade aber in einer ungünstigen Situation. Let me investigate. Enemy forces have arrived. Genau das meine ich. Sehr ungünstige Situation. Hauptfeld. Können wir uns nicht leisten, ein weiteres Schiff. So, dann schauen wir mal hier rein. Our time is short. My strength. So, hier geht das erste hier hin, rüber, und hier rüber. Ich hoffe, das reicht, wenn er nur Kleinkram hat. Noch. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Montagewerk. Und ein Flottenleuchtfeuer. Und hoffen, dass unsere Schiffe gut durchkommen. Ohne in Waffenreichweite zu kommen. Und die müssen dann jetzt hier alles verteidigen. Okay. Riskant. Da starten schon die Bomber, da möchte ich nicht rein. Alter, ich habe euch einen Befehl gegeben. Nicht angreifen.
So. 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 Ich hoffe, es wird rechtzeitig sein. Weil ich möchte mich da noch nicht mit anlegen. Okay, rüber hier. Rüber, rüber, rüber. Und rüber. Das ist halt so viel auf dem Haufen. Das macht einfach viel zu viel Schaden. Da dürfen wir halt nicht rein. Und das sieht man auch hier. Es macht halt so unglaublich viel Schaden, wenn man die auf Masse baut. Dass da eigentlich kein Durchkommen ist. Der kommt nicht hier ran. Das ist gerade das große Problem auch. Was andere, was die anderen Schiffe haben. So, deswegen lassen wir die einfach springen und hoffen einfach mal das Beste. Ich würde sagen, ihr geht jetzt mal direkt hier rüber. Auf Direktkurs. Das ist, glaube ich, besser. Und gleich stellen wir dann hier eine Sternbasis auf. So, ich würde sagen, die stellen mich hier einfach mit rein in die Defense-Bereich. Da ist schon die Gegnerflotte. Da möchte ich mich eigentlich nicht mit anlegen. Die fliegen da hoch hoffentlich zur Sonne und wir fliegen hier runter. Und jetzt war es das aber auch von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.